Alfredo Quintana Bravo ist tot, Herzinfarkt mit 32. Handballnationalspieler gestorben, Trauer im Handball. Portugals Nationaltorwart Alfredo Quintana ist tot. Der 32-Jährige erlitt am Montag während des Trainings einen Herzinfarkt. Weniger Tage später, die Sportwelt ist um einen Star ärmer. Portugals Handballnationaltorwart Alfredo Quintana ist an den Folgen seines Herzinfarkts im Alter von 32 Jahren gestorben. Das teilte sein Club FC Porto am Freitag Bert Witter mit. Alfredo Quintana ist tot. Portugals Handballnationaltorwart mit 32 Jahren gestorben. Unser liebster Alfredo Quintana ist heute verstorben, hieß es in dem Tweet, in dem der gebürtige Kubaner in Anlehnung an den Spitznamen des Vereins als wahrer Drache bezeichnet wurde. Die kurze Botschaft endete mit den Worten: Mögest du in Frieden ruhen. Herzinfarkt während des Trainings. Alfredo Quintana im Krankenhaus gestorben. Der Keeper des FC Porto hatte den Infarkt am Montag während des Trainings erlitten und war umgehend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort ist der Profisportler am 26. Februar 2021 gestorben. Mit dem portugiesischen Team erreichte er zuletzt bei der WM in Ägypten den Aus der ganzen Handballwelt gab es Beileidsbekundungen. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und Liebsten. Wir wünschen ihnen ganz viel Kraft, twitterte beispielsweise die SG Flensburg Handewitt. Lesen Sie auch: Todesschock. Rockmusiker mit nur 35 Jahren gestorben. Folge schon bei Facebook und YouTube. Hier finden Sie brandheißen News, aktuell Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zu buanus.de/deutschepresseagentur.